Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Nexomon Extinction. Ich bin auf der Suche nach dem Mentor, der soll hier irgendwo im Observatorium sein. Die Frage ist, wo ist das Observatorium? Piu! Im letzten Part haben wir im Prinzip, sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und wir haben tatsächlich, da geht's nicht weiter. Ein bisschen die Höhlen abgeklappert, um noch Spencers Schätze zu finden. Mir fehlt, glaube ich, aber noch ein Schlüssel. Sonst habe ich einen. Oh, einen Ninja habe ich gefunden. Sehr schön. Da muss ich noch mal ein bisschen... Oh. Das muss es, glaube ich, aber sein, ne? Observatorium. Frag mich immer noch, wer der Mentor ist. Sag's euch, der ist irgendwie nicht ganz koscher. Der meinte, der hatte ja schon so angedeutet. Ja, ich habe hunderte Jahre und dann... Nee, der hat schon sehr lange halt gelebt. Aber er muss auch irgendwie ein Geist sein oder so. Er hat auch nicht so wenig von denen schon alle gehabt, ne? Komm, ich nehme Pfiffi mit. Nein, sie geht selber, also sie geht von alleine. Hi. Er ist auch ein Geist! Vor langer, langer Zeit, der König der Nexomon Omnicron selbst hat versucht, diese Welt zu erobern mit Hilfe seiner Kinder. Und wer bist du? Der Sieg lag in unseren Händen, so schwach und kraftlos. Die kümmerliche Menschheit war auf unser Mitleid angewiesen. Wir haben nicht mit ihrem Schicksal gespielt. Und es hat... Ach, wir haben mit ihrem Schicksal gespielt und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Oh, was für eine süße Zeit. Das Zeitalter der Nexomon war kurz davor anzubrechen. Zusammen mit Vater Omnicron hätten wir die Welt von den Menschen befreien können. Die Schicksalsfäden waren uns zugeneigt. Wahrlich Erinnerungen zum Genießen. Aber ein Verräter unter unseren Brüdern inszenierte unseren Untergang. Die eine mit einem Herz so schwach, dass sie Mitleid mit den Menschen hatte. Dina ließ uns im Stich und tat das Unverzeihliche, sie brachte den Untergang. Dieses kleine Mädchen hat sie zu unserer Art verdammt. Das Fehlen eines Königs macht die Nexomon verrückt, was einen jahrtausendlangen Krieg unter Tyranten zur Folge hatte. Nur ein wahrer Abkommen von Omnicrons Blutlinie kann Ordnung in diese Welt bringen und den Krieg beenden. Weil ein solcher König wurde vor Ewigkeiten verbannt. Omnicron lebt nicht länger. Wer bist du? Aber eine Omnicrons Blutlinie ist fortgeführt. Die Geschichte geht weiter. Oh, noch nicht, wer du bist. Wir haben das nicht kommen sehen, aber Dina, die große Verräterin, sie hatte ein Kind. Sie gebar eine wahre Erbin der unendlichen Kraft Omnicrons. Und diese Erbin steht genau vor mir. Ja, tatsächlich. Maika, du bist Dinas Tochter. Du bist Omnicrons Nachfolgerin. Du bist die künftige Königin der Monster, unsere wahre Herrscherin. Ich bin gar kein Mensch. Also das ist auch im Spiel so. Bist du dir sicher damit? Beeil dich bitte. Meine Präsenz hier könnte Drachen aufmerksam machen. Dieses Gebäude, das ist ein menschliches Waisenhaus. Dina, du lässt dein eigenes Kind Omnicrons Erbe in einem Ort voller Menschen? Maika soll mit Menschen aufwachsen. Sie wird lernen, sie zu akzeptieren. Der künftige König der Monster, das allmächtige Nexomon an einem Ort wie diesen? Und ich soll so tun, als wäre sie eine von ihnen? Komm schon! Ich werde niemals zulassen, dass Maika so abscheulich wird wie Omnicron. Omnicrons Hass gegenüber Menschen hörte auf mit Maika. Und wie soll ich Maika ihre übernatürlichen Kräfte erklären, sobald sie zum Vorschein kommen?
Die anderen Kinder im Waisenhaus werden sich fürchten. Gib ihr das. Was ist das hier? Ein Tyrannenei? Ein gefälschtes Tyrannenei. Du wirst sie belügen müssen, sagt Maika. Ihre Kräfte kämen aus dem Ei. Gute Güte, du kannst doch nicht glauben, dass deine eigene Tochter dumm genug ist, das zu glauben. Dennoch, es gibt noch ein weiteres Problem. Sobald Maika alt genug ist, werden die Drachen realisieren, dass sie ein Tyrann ist. Sie werden sie immer und immer wieder jagen. Es wäre gut, wenn Maika der Gilde beitritt, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Arbeit mit Menschen wird ihr zeigen, was Vater nicht verstehen konnte. Und dann eines Tages wird Maika stark genug sein, den Thron unseres Vaters zu besteigen. Die neue Königin der Monster, die Menschen und Nexemon beschützt. Das wird so gut. Ich bin gar kein Mensch. Ich bin ein Jurand. Ich halte es nicht aus. Bitte, was soll ich machen? Es ist wichtig, dass Maika glaubt, sie sei ein Mensch, Fenrir. Du willst, dass wir behaupten, wir geben unsere Kraft diesem falschen Tyrannenei? Das ist dein wundervoller Plan? Maika darf ihre wahre Natur nicht zu früh herausfinden. Wenn wir nicht vorsichtig sind, könnte Maika durch ihre pure Kraft verbittert werden, genau wie Vater Omnikron. Das ist doch verrückt! Ich mach mich doch nicht wegen dir zum Narren! Komm schon, Fenrir! Wenn du Vaters Blutlinie weiterführen möchtest, musst du diese Bedingung erfüllen. Ihr werdet mitspielen. Das ist unsere letzte Chance, um etwas zu ändern. Das wird unsere Erlösung sein. Ich bin irgendwie ein bisschen Bock. Voll krass, ey! Das ist so lächerlich. Also sollen wir Maika denken lassen, Omnikrons Erbe liegt in diesem Ei, hä? Ich werde mir einen super-duper Namen ausdenken, sowas wie Tyrant des Lichts oder sowas ähnliches. Tehe! Wirst du mir helfen, Elisa? Maika wird deinen Rat suchen und du musst sie in die Irre führen. Das ist so verrückt, ich würde gern sehen, wie sich das entwickelt. Dann soll Maika jeden Elementschrein besuchen und dann werden deine Geschwister ihr beibringen, ihre Kraft zu kontrollieren? Gut, lassen wir den Akt beginnen! Aber mir fehlen nur noch zwei! Verstehst du jetzt, Maika? Amelie hat nichts falsch gemacht. Ihre Drachen sind perfekt. Der Vorfall von vor 15 Jahren war kein Unfall. Er wurde hervorgerufen durch deine Geburt. Die Drachen sind nicht verrückt. Sie haben Angst. Sie erkennen dich als den stärksten aller Tyrannen an. Den wahren Erben von Omnikron. Als der Drache im Wald dich angegriffen hat, wurde uns klar, dass deine Kräfte zum Vorschein kommen. Du wurdest auf eine Reise geschickt, um uns zu treffen und zu lernen, diese Kräfte zu kontrollieren. Alles unter dem Vorwand, ein Tyrannenei auszubrüten. Alter, ihr seid meine Onkeln und Tanten! Wie krass ist das denn? Früher oder später wirst du stark genug sein, um die nächste Königin der Nexemon zu werden. Sobald du dein Erbe antrittst, werden die Tyrannen von alleine aufhören zu kämpfen. Ich würde endlich wieder Frieden einkehren. Aber dann kam Varos und er kam unerwartet. Diese Abnormalität wurde dazu programmiert, Tyrannen bis ans Ende aller Tage zu jagen. Und das schließt dich ein. Wenn Varus dich tötet, dann wird Omnikrons Blutlinie ein für alle Mal enden. Und niemand wird sagen können, was dann mit der Welt passiert. Ich glaube, der ist schon da. Aber was ist hier los? War das Kraft aus dieser Entfernung? Er wird immer stärker. Was hat Amelie bloß erschaffen? Hi. Einwohner von Parum. Das ist Varos, der ultimative Tyrant. Hab keine Angst, Kameraden. Varos ist eine Schöpfung der Menschheit, entwickelt von den besten Wissenschaftlern. Unter unserer Kontrolle wird er jeden verhassten Tyranten besiegen, der es wagt, sich uns in den Weg zu stellen. Seine Kraft ist grenzenlos und so ist unsere Zukunft. Wir können wieder in Frieden leben. Bitte, kämpf mit mir und Varos. Zusammen können wir für die Menschen die Welt zurückholen. Ich muss noch die Schreine suchen. Gibt ihr mir wenigstens noch einen Tipp, wo ich die Schreine finde? Ich meine, unser Mentor müsste theoretisch auch uns ja noch die Kraft geben. Entschuldigung, junger Tamer. Was denn? Nerv nicht. Geh weg. Hast du es nicht mitbekommen? Es ist ein Notfall. Alle Tamer der Stadt sollen sich sofort an den Baracken versammeln. Oh, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Okay, komm einfach mit mir. Das Observatorium ist jetzt geschlossen.
Was sagst du, du? Da. Du hast mich richtig verstanden. Im Osten wurde ein Tyrann gesichtet. Die Gilde wird die Stärke von Vardas Power gegen den Tyranten testen. Ihr könnt euch zurücklehnen und zuschauen. Machst du dich über uns lustig? Glaubst du, wir könnten den Tyranten nicht alleine jagen? Das ist Lateria, Heimat der besten Jäger. Wir haben Dutzende Tyranten geschlagen. Und die Gilde dankt euch dafür, aber jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Als Zeichen unserer Dankbarkeit warne ich euch, von diesem Ort wegzubleiben. Immerhin sind wir uns selbst nicht sicher, wie zerstörerisch Vardas wirklich ist. Hör mal zu, Gildentyp. Dude. Uns ist egal, wie stark euer merkwürdiger Nexomon ist. Das ist unser Gebiet und wir tun, was immer wir wollen. Wenn ein Tyrant in der Nähe ist, werden wir uns darum kümmern, wie wir es immer tun. Deine schicke Gilde und Vardas können sich vom Acker machen. Kann ich gehen? Natürlich, dann tut, was euch beliebt, aber seid vorsichtig. Sei leise, Edward. Verschwinde aus meiner Stadt. Reise nach Lateria nach Osten, um gegen den Tyranten zu kämpfen. Ich will nicht! Hi. Hey, Maika. Willst du den Leuten hier helfen, den Tyranten zu jagen? Ich habe gehört, es soll eine ordentliche Belohnung geben. Ach komm schon, hast du Edward nicht zugehört? Alles, was wir machen sollen, ist uns zurücklehnen und Vardas seine Sache machen lassen. Ach, wie auch immer, ich bin raus. Auf mich braucht ihr nicht zu zählen. Haben wir so oder so nicht. Lol. Haben wir so oder so nicht. Er hat nicht Unrecht, weißt du. Vardas mag gefährlich aussehen, aber bisher ist er ziemlich ruhig geblieben. Ach Mann, es kann nicht mal schaden, Blick zu riskieren. Ich will auch wissen, wie Vardas diesen Tyranten bekämpft. Der Tyrant soll im Osten gesichtet sein. In anderen Worten, ich muss das jetzt machen, oder was? Tyrant in der Wüste. Ja, schon so. Also muss ich gar nicht. Ja, wenn er jetzt sagt, im Osten, wie weit muss ich denn jetzt in den Osten gehen? In die Richtung. Nee, nie ohne Seife waschen. Andere Richtung. Hier geht's nicht weiter. Ach, ich hasse diese Stadt. Ist doch Grütze. Was willst du? Ja, hier, von mir aus kannst du. Ausgezeichnet. Ja, ja. Im Osten. Nie ohne Seife waschen. Ja, gut. Irgendwo. Nicht auch das Observatorium. War ich hier schon mal? Kann mich nicht erinnern. Wow, hat der Kampf schon angefangen? Das ist noch ein kleines Stück. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Tyranten sehen wollen. Ja, okay, dann gehen wir erst noch in die Höhle. Ich glaube, hier war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Nee, sieht gut aus. Kammer Nummer 9. Jetzt fehlt mir aber trotzdem noch einer. Ja, Minerals. Unabell. Geld. Rabattgutschein. Genau das, was ich nötig habe. Ein Rabattgutschein. Irgendwie schön, dass ich einfach hier so
rumlaufen kann, ohne von den Nexomon angegriffen zu werden. Hat schon was. Ja, ich komme der Sache näher. Eigentlich ist es doch dumm, ne? Stein. Wer bist denn du? Lächerlich, wie ergreifend. Laterias Jäger werden ihren Namen wirklich nicht gerecht. Das ist ein Trauerspiel, ihr armen Trottel. Fertram ist keiner der schwachen Tyranten, die ihr sonst jagt. Ich sollte dich für deine enttäuschende Darbietung bestrafen. Ich werde eure Stadt einnehmen, eure Leute versklaven. Euer Gold und eure Ehre gehören Celine, der Abtrünnigin des Sands. Sitze, sind das Speere? Bringt ihr ernsthaft Speere zu einem Tyrantenkampf? Was sollen wir denn tun, Petram? Sie haben Speere dabei. Mach sie fertig. Aua. Aha, gute Güte. Petram, du bist einfach viel zu stark. Sollte mich natürlich nicht beschweren, aber keine Ahnung, wann ich das letzte Mal selbst gekämpft habe. Dann kämpfe ich alleine gegen uns. Man kämpft alleine gegen uns, blöde Abtrünnige. Hör auf, dich wie ein Feigling auf deinen Tyranten zu verlassen. Guter Versuch, mein Lieber. Petram, hau auch diese Loser weg. Kann ich mein Dings an? Ich sollte mich beeilen. Wenn ich Laterie einnehme, kann es als Schutz gegen diesen Vados dienen. Ich wollte noch ein anderes Nexomon wechseln. Und wer bist du dann? Du siehst nicht aus wie ein Laterianischer. Yeah. Einer von der Gilde. Ursa sei Dank, das ist genau, was ich brauche. Wenn ich dich als Geisel nehme, wird die Gilde garantiert auf meine Forderung eingehen. Amelie würde mich niemals angreifen, solange du hier bist. Ja, wo wir gerade davon sprechen. Nimm's nicht persönlich. Ich hab ihn eingefroren. Was hast du getan? Warum ist Petram eingefroren? Wie? Bleib mir fern, Freak. Alter, bleib nicht frech. War ja klar. Wieso kann denn nicht mal das Seelenfresser-Ding haut's nicht so richtig raus, finde ich. Fein, dann kommt jetzt meine Katze. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. So. Nicht ganz funktioniert. Lass mich doch auch mal angreifen. Wieso hast du eigentlich so viel? Oh, das tut weh. Das ist so unfair, ne? Jetzt ist das Ding schon wieder gelähmt. Ey, das ist doch... Ja, tot. Könntest du bitte jetzt auch triggern? Dankeschön. Kann ich hier nämlich nochmal die Lähmung knicken?
gut, dann geht's wahrscheinlich. Sprengwasser, komm. Dann schon mal drei. Kommt Spichu dran? Ja, das hätte ich mir vielleicht auch klemmen können. So krass, wie hart das ist. Da es irritiert ist, will ich nicht, dass es sich selber verletzt. Verletzt es sich selber, weil es irritiert ist? Und gelähmt. Ey, das kann doch nicht euer verdammter Ernst sein. Wieso kriegen die immer den Statuseffekt? Das ist so ein Ding der Unmöglichkeit, wo man sich denkt, das kannst du dir nicht ausdenken. Wo du so denkst, das geht doch nicht. Wieso? Bringt die immer den Statuseffekt. Das ist so ein Ding. Es funktioniert einfach. Ich krieg die den Statuseffekt. Also sehr minimal, selten. Wer kommt jetzt? Ah ja, klar. Versuch's mal mit Wind. Der könnte, wenn er wollte, könnte einfrieren. Tut er nicht. Warum auch? Warum sollte aus... Oh nein, falsch. Ich hab... Ich meine, wieso sollte Lilly auch einfrieren? Die kriegt gleich noch die Vergiftung. Gehe ich jede Wette ein. Ey, die war levelt aber auch hardcore. Du hast nicht wirklich Erfahrung darin, Tyranten zu jagen, oder? Glaubst du wirklich, das bisschen Eis reicht, um Petram aufzuhalten? Inmitten der Wüste? Und bestimmt war das. Oder ich muss gegen das Ding kämpfen. Von beiden. Was ist das Problem, Mädchen? Auf einmal nicht mehr so mutig? Du kannst dich nicht einfach auf dumme Tricks und Glück verlassen, Kind. Die Gilde hat dich naiv und schwach gemacht. Du hast deine Chance zu gewinnen verschwendet. Ein passendes Ende für Amelies Schoßhund. Sorry, ich muss. Das war klar. Das passt schon. Komm, noch einmal, wenigstens noch ein Angriff.
Ja, es ist doch die Mäuse mal. Komm, die Verteidigung kann noch nicht die ganze Zeit treffen. Er ist eingefroren, Gott sei Dank. Das ist jetzt noch das Höchste. Kritte, Kritte! Komm, sei kein Frosch und kritte. Bleib noch ein bisschen eingefroren, mein Freund. Oh, shit. Klar. Hat aber schon mal gut weggezogen. Und wieder eingefroren. Du bist so durch. Oh nein, verfehlt. Noch zwei Angriffe. Du bist müde. Noch ein Angriff und du bist down. Ja! Lilly hat eine neue Fähigkeit. 60. Habe ich irgendwas, was weniger? Nö, ne? Was ist mit dir los? Und diese merkwürdige Eiskraft, die du hast. Woher kommt die? Warte mal eine Sekunde. Du hast nicht auch einen Tyranten, oder? Was wenn? Narren, ihr Narren! Zwei Tyranten am gleichen Ort. Vordos wird unseren genauen Aufenthalt spüren können, ihr Idioten. Ja und? Vordos ist nicht hier, sondern in Parum und... Wer ist dort? Oh. Hä? Ja. Hoppala. Da kommt jemand. Was ist los, Vordos? Ich spüre zwei Tyranten, ja. Zwei im Land der Steine und des Sandes. Ja, in der Tat. Tyrant Petram wurde in der Nähe von Lateria gesichtet. Aber es gab keine Berichten von einem zweiten Tyranten. Ah, nicht gut. Einer von ihnen hat eine überwältigende Kraft, Amelie. Ist das so? Dieser zweite Tyrant, die ist sehr gefährlich. Ich mag sie nicht. Sehr gut, das ist die perfekte Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass du auf unserer Seite bist. Selbst nach allem, was du für uns getan hast, sind manche Menschen noch ein bisschen unsicher, wem deine Loyalität gilt. Ich kann sie ohne Probleme auslöschen, Amelie, aber was ist mit den menschlichen Jägern? Sie scheinen in der Nähe zu kämpfen. Wir haben sie davor gewarnt, in der Nähe von Petram zu kommen. Es würde ihnen eine Lehre sein, deine volle Kraft zu sehen. Ich werde keine Menschen verletzen. Natürlich nicht, das ist nicht, was ich meine. Konzentrier dich, Vardos. Alles, was du tun musst, ist, die Tyranten direkt zu treffen. Das kannst du doch sicherlich machen, oder? Ich werde mein Bestes geben, Amelie. Wow, was ist los? Petram, wie lange haben wir noch, bevor Vardos ankommt? Ach, Petram? Hey, wer bist du denn? Klappe, Klappe, Klappe. Lass mich nachdenken. Ich muss mich hier konzentrieren. Maika, was machst du hier? Vergiss es. Spar dir die Antwort. Boah, ihr seid so hoffnungslos. Beweg dich nicht, Maika. Bleib einfach ruhig. Ich verlange eine Erklärung, was du da suchst. Wow, wie hast du das gemacht? Warum hast du das getan, Kind? Ich habe dich gerade vor Vardos gerettet. Unsinn, Vardos ist noch nicht mal hier.
Was ist das? Petra! Das ist sie. Das ist die Kraft vom Valaus, dem perfekten Tyranten. Öffne deine Augen, Maika. Schau dir deinen Feind genau an. Eines Tages wirst du ihm gegenüberstehen, ob du willst oder nicht. Der Sieger an diesem Tag wird über das Schicksal der Welt entscheiden. Aber nein, stress dich nicht. Was passiert? Was ist das? Ja, ich würde mal sagen, Petra ist down. Du Gilde, Amelie, war das? Wir haben eine solche Kraft? Da komme ich nicht gegen an. Niemand kann das. Das ist unmöglich. In Ulsas Name. Was ist hier passiert? War das? Das ist nicht die Kraft eines Nexomon. Varus ist etwas anderes. Es ist nicht von dieser Welt. Ja. Wem sagst du das? Ich kann nicht glauben, dass wir versucht haben, dieses Monster zu bekämpfen. Wir waren so dumm. Das war's. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Ich fordere die Gilde nicht heraus. Die können tun, was auch immer sie wollen. Ich muss Ross ausnahmsweise mal zustimmen. Was haben wir uns dabei nur gedacht? Was denkst du, Maika? Willst du auch aufgeben? Was? Du willst Valaus trotzdem bekämpfen? Warum bist du so besessen damit? Wir haben keinen Grund, ihn zu bekämpfen. Dann kämpf gegen ihn allein, Maika. Zieh mich nicht nochmal in diesen Unsinn mit rein. Valaus mag unglaublich stark sein, aber bisher ist er noch nicht außer Kontrolle geraten, nicht wahr? Auch mir macht er Angst, aber er hat speziell den Tyranten im Ziel gehabt, nicht uns. Ich bin auch raus, Maika. Amelie ist nicht ohne Grund die Leiterin der Gilde. Sie tut alles, um Parum zu schützen, oder nicht? Sorry, aber ich bin auch raus. Wir müssen aufhören. Denk darüber nach, Maika. Sind wir nicht die Leute, die Valaus zerstören wollten, bevor er eine Chance hatte? Das ist nicht in Ordnung. Dann geht doch! Lass mich in Ruhe. Ich mach den Shit allein hier. Autsch, das tat echt weh beim Zuhören. Maika, scheinbar hast du persönliche Gründe, Valaus gegenüberzutreten. Aber ich begrüße deine Unterstützung. Was ist mit dir, Celine? Bist du auch auf unserer Seite? Nun, ich muss Petram rächen oder zumindest versuchen. Maika, theoretisch bist du immer noch mit einem Mitglied der Gilde, da Edward dir vergeben hat. Versuch fürs Erste zu lügen. Wir brauchen Zeit, um einen guten Plan gegen Valaus zu entwickeln. Hey Maika, mir ist es egal, was die anderen sagen. Du hast meinen Tyranten besiegt, nicht Valaus. Warum gehst du nicht zurück nach Lateria und holst dir deine Belohnung ab? Oh, und wenn du das nächste Mal dieses merkwürdige Magiemädchen triffst, sag ihr Danke. Mach ich. Möchtest du nach Lateria schnell reisen? Jo. Lass mich mal ganz kurz ran. Maika, genau dich wollt ihr sehen. Ich habe gehört, du hast den Tyranten besiegt, bevor Valaus eingegriffen hat. Das zeigt, dass wir Valaus nicht brauchen, um mit Tyranten fertig zu werden. Nimm diese Belohnung, es ist deine und nur deine. Du magst wie ein Gildentamer aussehen, aber tief in dir drin bist du ein laterianischer Jäger. Also nimm das hier bitte auch, Maika. Aha. Das ist ein Lateria-Abzeichen. Beweis, dass wir dich als wahren Kämpfer ansehen. Es ist jetzt allerdings ziemlich nutzlos. Wegen Valaus wird uns früher oder später niemand mehr brauchen, um Tyranten zu jagen. Eine Welt ohne Tyranten ist ja nett und so, aber ich kann nicht glauben, dass ein künstliches Monster uns den Job wegnimmt. Ach, sorry, Kind, das ist ja nicht dein Problem. Geh und hab Spaß in der Stadt. Dieses Abzeichen wird dir ein paar Vorteile und Respekt einbringen. Okay. Eigentlich wollte ich nochmal... Da war ja noch so ein Weg... So den ganzen Weg. Oh nein, ich hier schon wieder. Du Onkel, die haben mich alle in den Stich gelassen. Tut mir leid, dass sich jeder abgewendet hat, Maika. Mach dir um deine Freunde keine Gedanken. Es ist vollkommen natürlich, in solch einer Situation Angst zu haben. Ich habe Atlas übrigens von deiner wahren Natur erzählt. Hör mir jetzt genau zu, Maika. Das ist wichtig. Ja, Papi. Ja, Onkel. War das ultimative Ziel ist an sich nobel. Um die Menschheit zu schützen, wird er niemals aufhören, bis alle Tyranten besiegt sind.
aber schließ dich ein, da du Omnicrons wahre Erbin bist. Das ist ein unliebsames Schicksal, aber so ist es. Du musst überleben, Maika. Du brauchst Verbündete, Kameraden. Um Vardos zu besiegen, wirst du eine Armee brauchen. Aber wer wird uns im Kampf gegen Vardos helfen? Niemand traut sich, ihm gegenüberzutreten. Diejenigen, die du geschworen hast, zu zerstören, Maika. Bitte was? Du musst die anderen Tyranten wiederbeleben. Was? Ein Tyrann würde niemals mit uns zusammen sein wollen. Wollen? Es kommt nicht darauf an, was sie wollen. Sie haben keine Wahl. Wenn die Tyranten nicht zusammenarbeiten, wird Vardos sie einen nach dem anderen ausschalten. Ganz einfach. Aber Petram ist doch schon da. Sie werden dir helfen, Mike, ob sie wollen oder nicht. Soll ich die jetzt fangen gehen, oder wie? Und wie sollen wir die Tyranten vor Vardos finden? Atlas, das ist der Grund, warum Dina dich auferweckt hat. Das war ihre Idee. Du wurdest mit der Funktion ausgestattet, andere Tyranten zu orten. Mit einer Art Radar, erinnerst du dich? In der Tat war das die ganze Zeit Dinas Plan. Wenn Maika der nächste König der Monster werden soll, muss sie zuerst ihre Vasallen sammeln. Versammeln, nicht? Was ist deine Bestimmung, Maika? Hilf Maika, ihre Armee aufzubauen und hilf ihr zu ihrer Krönung. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich tun. Ich muss an einen hochgelegenen Ort, wenn wir möglichst viel scannen wollen. Warum nicht die Dracheninseln? Von dort solltest du alles sehen können. Lydia, die Hüterin der Dracheninseln, sollte dir helfen können, einen günstigen Ort zu finden. Ich glaube, sie ist auch hier irgendwo in Laterra. Sprich mit ihr. Ich weiß nicht, ob das Ganze so eine gute Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Aber Vardos wird früher oder später hinter dir her sein. Also haben wir vermutlich keine große Wahl, oder? Ja. Nicht wirklich. Das heißt, wir tauschen jetzt die Starter denn aus nach. Mann, ich will eigentlich noch kurz in dieses eine Gebiet mit euch. Shit drauf, ey. Dann gibt's halt jetzt Verlängerung. Geh weg. Wie war das hier hoch? Dann da längs. Und weh, ich komme jetzt hier zu Madame Mr. Knister. Hab ich keinen Bock drauf. Geh weg. Jetzt machen wir mal ganz kurz Heilung. Mir verdient. Ja, das mit den Scherben lasse ich jetzt mal ganz kurz sein. Ich will halt in dieses eine Gebiet, wo wir eben gerade waren. Ich glaube, da waren wir nämlich eben gerade noch gar nicht. Also wenn man jetzt runtergehen würde. Traurig, ey. Muss ich die jetzt alle wiederbeleben? Ey, das sah hier so aus, als könnte ich hier nämlich auch noch runter. Ja, lol! Sieh mal einer an! Hi. Als ich gehört habe, dass Vardos eine Machtdemonstration gegeben hat, habe ich das überhaupt nicht erwartet. Es ist gut zu wissen, dass Vardos super stark ist. Aber es fühlt sich falsch an, nicht wahr? Mike, es ist wahr. Vardos ist kein echtes Nexomon. Was genau ist er dann? Hallo nochmal, Maika. Das ist die Macht des allmächtigen Vardos, hm? Ja, die Tyranten werden keine Chance haben. Es lebe die Gilde, nehme ich an. Nicht unbedingt. Muss nicht sein. Na komm, dann gehen wir zu Lateria und dann wird abgespeichert. Ich muss doch hier auch irgendwo rumspringen. So, im nächsten Part werden wir im Prinzip, ach, da oben ist er. Ah, gefunden. Gehen wir zu Lydia und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben da. Sagt eure Meinung dazu, dass wir ein Tyrann sind. Das ist voll krass, ey. Und, ja, bis dahin sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen und bye bye.